Ich habe gewonnen. Es ist vorbei. Nein, das kann nicht sein. Wie könnte ich verlieren mit einer ägyptischen Götterkarte in meinem Deck? Warum redet er noch im Konjunktiv, wenn es doch schon final passiert ist? Du wirst bezahlen. Du magst vielleicht Slifer besiegt haben, aber ich halte eine andere ägyptische Götterkarte, eine noch viel stärkere und eine, die noch viel riskanter ist, wenn du sie nur in ihrer Standardform spielst. So genieße diesen Sieg, solange du es noch kannst, denn es wird dein letzter gewesen sein. Jetzt war Zeit für die Battle City Turnierfinale. Von allen Sätzen, die ich jemals in diesem Spiel jetzt sprechen musste, ist das der allerschlimmste. Jetzt war jetzt Zeit für die Battle City Turnierfinale. Es ist alles Erdenkliche in diesem Satz, von Satzbau über Artikel, über Zeit, alles falsch. Hey, schau, Joey, Yugi und Mai. Super, wir haben alle 6 Locator-Karten. Das war jetzt eher Tristan, aber ist egal. Kaiba, Joey, Yugi und Mai waren die ersten 4 Duellanten, die die Finale erreichten. Der 5. Finalist kam bald. Es war Marik, mit dem falschen Namen Namu. Er freundete sich mit Thea und Joey an während des Turniers. Sein Plan ging auf. Ach, dass vorher Joey und Yugi sich nochmal duellieren mussten, weil Marik ihn kontrolliert hat. Ja. Ist gar nicht in dem Spiel drin. Traurig. Ist eigentlich eins der Schlüsselduelle in der gesamten Staffel auch. Ist egal. Yugi, lern unseren Freund Namu kennen. Ich habe von dir gehört, Yugi, und auch noch nie mit dir gesprochen. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen, denn ich bin Malik Plishtar. Jeder Freund von Joey und Thea ist ein Kumpel von mir, denn ich bin blöd und naiv. Ich bin so glücklich, von so einer einladenden Menge umgeben zu sein. Ich hoffe nur, jeder, den ich heute Abend kennenlerne, ist so freundlich wie ihr, Leute. Hey, das ist Bakura, was macht er hier? Was machst du mit einer Duelldisk? Wie könnte ich sonst 6 Locator-Karten gewinnen und in die Finale kommen? Wiederhol das eine Sekunde. Wann bist du das Turnier beigetreten? Ich wechsle die Stimmen wie verschwitzte sportleere Unterhose. Beigetreten? Wie hast du es den ganzen Weg bis zu den Finale geschafft? Oh Gott, das macht mich so krass. Der 7. Finalist kam gerade rechtzeitig für Bakura, um das Thema zu wechseln. Hey, schau, es ist der 7. Finalist. Der Kerl kommt mir bekannt vor und das ist eine Visage, die man nicht vergisst. Deinen Namen. Ich bin Marik, auch wenn da Odion steht. Mariks Handlanger Odion übernahm Mariks Namen, um Mariks wahre Identität zu verbergen. Das war alles Teil von Mariks Plan. In diesem Satz steht viermal Marik. Das ist fantastisch, oder? Ey, ohne Scheiß. Euer Lieblingssatz aus dieser Folge, schreibt ihn in die Kommentare. Oder an sich, aus allen Folgen, die bisher existiert haben, schreibt ihn rein. Das ist wirklich die krankeste Folge von allen. Ich werde deinen Gedanken kontrollieren, den Hintern treten. Genau. Du bist kein Problem für mich, Dummkopf. Der einzige Grund, warum ich dich nicht jetzt aus dem Umhang schmeiße, ist, damit ich meine Energie sparen, um dich in den Finale fertig zu machen. Verstanden, Kumpel? Kann man den Typen bitte erhängen? Oder die Person, die für diese Texte verantwortlich ist? Wer hat den Google-Übersetzer auf dieses Spiel losgelassen? Es ist fantastisch. Ich glaube, ich habe ihm Angst gemacht, Yugi. Nun, da die 7 der 8 Finalisten da waren, gab Kaiba bekannt, dass sowohl die Locator-Karten sie zu dieser Stelle führten, es nicht der Ort von den Battle City Finals war.
Ich bin raus. Ohne Scheiß! Ich bin raus. Und jetzt kommt der Yu-Gi-Oh! Moment. In diesem Moment kam Kaibas Luftschiff. Sobald sie an Bord waren, war es Zeit für das erste Duell zwischen Yugi und Bakura. Yugi wusste, dass es nicht richtig ist mit Bakura. Dass etwas nicht richtig ist mit Bakura. Ich weiß, das ist nicht Bakura. Es ist der böse Geist des Millennium Ring. Und ich wette, er ist immer noch nach den 7 Millennium Gegenständen. Das Duell wird härter, als jeder denkt. Oh Gott. Ich muss gewinnen. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Ich überspringe das jetzt, oder? Bist du bereit, alles zu verlieren? Warum die ganze Aufregung? Was ist es um Bakuras Hals? Namu, es ist irgendwie schwer zu erklären, aber das ist jetzt nicht wirklich Bakura. Weißt du, Yugi und Bakura haben beide diese echt alten Objekte, die magischen Kräfte haben. Yugis Gegenstand ist gut, aber Bakuras Gegenstand ist schlecht. Denn ein böser Geist lebt in seinem... Also willst du mich sagen, da ist ein böser Geist... der sich gegen Yugi duelliert, das ist schwer zu glauben. So, reicht jetzt. Irgendwann, ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber ich kann das nicht. Das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Für eine Hand. Doppeldunkler Magier, einmal Magiermädchen. Ja, er wird Final spielen. Oder im japanischen Death. Schauen wir mal. Ob er Final kriegt. Also das ist die Schicksalstafel. Das ist eine Kette aus Karten wie die Exodia, bestehend aus einer Fallenkarte und 4 Zauberkarten. So wie die Fallenkarte aktiviert wird, das ist das F, wird in jeder seiner Standby-Phasen dann eine Zauberkarte von Deck oder Hand aufs Feld gelegt, in die unteren 5 Zonen, bis das Wort Final ergibt. Und so wie das Wort ausbuchstabiert ist, verliere ich das Duell. Ganz einfach, oder? 1, 2, 3. Komm, jetzt können wir aber auch mal einen dunklen Magier abwerfen. Das Magiermädchen auch. Wobei, das war voll dumm. Ich hätte das Magiermädchen beschwören können, hätte die magische Formel mit darauf ausrüsten können. Aber ist egal. Komm, wir machen mal das Lichtschwert. Das verbannt eine seiner Karten zufällig. Wo kommen die Lags her? Was ist es los? Noch ein Sangan. Da versuche ich ein anderes... Natürlich holt er sich einen Sangan auf die Hand. Damit will er eigentlich nur sein Deck schrumpfen, um schneller an das Final ranzukommen. Wobei ich mir schon fast die Maske der Finsternis holen würde oder die Katze des Unglücks. Womit du dir eine Fallenkarte irgendwie vom Friedhof holen kannst, beziehungsweise auf das Deck auflegen kannst. Also es ist... Oder du holst die dunkle Todesfurcht damit. Das ist natürlich jetzt ganz geil. Werfen wir mal Kuribo ab. Wäre mir jetzt nicht passiert, wenn ich das dunkle Magiermädchen beschworen hätte, ne? War ein sehr, sehr dummer Fehler meinerseits. Muss man einfach so neidlos anerkennen. Dass das sehr dumm war. Spiel läuft gerade irgendwie nicht ganz flüssig. Ach ja, guck mal, wir haben hier jetzt Animation und so, ne? Also es ist jetzt alles hier krank. Ja, lass uns mal die Hüte aktivieren. Was ist denn so eine Scheißkarte, die wir nicht brauchen? Zerstöre alle Monster von Typ Unterwelt auf dem Spiel. Das ist gut. Das brauchen wir nicht. Von Hand oder deinem Deck brauchen wir auch nicht. Vom Friedhof wäre was anderes gewesen, weil da liegt schon einer. Aber bis wir jetzt ein Magiermädchen haben und den Stein, habe ich schon beide entweder auf dem Friedhof oder schon wieder beschworen. Und jetzt mischen wir das einmal durch. So, was triffst du? Tja, das war wohl nichts.
Ach ja, ich habe ja jetzt einen Slifer. Wisst ihr, was das Dumme ist? Dass ich da immer noch nicht durchkomme jetzt, ne? Ja, jetzt habe ich ein Problem, ne? Ich werde jetzt auch keine anderen guten Karten mehr kriegen, schätze ich. Weil die dunkle Todesfurcht, die hat auch einen echt üblen Effekt. Vervielfachen, ich habe kein Kuribo. Ja, also das Magiermädchen abzuwerfen war ein grandioser Fehler. Hat viel ausgemacht. Ich habe dann aber nicht so weit gedacht in dem Moment. Ich habe mir gedacht so, hätte ich mal lieber noch einen dunklen Magier abgeschmissen, weil der bringt mir eh nichts. Zumal dem seine Fusionen eh besser sind als alles andere von dem. Aber die gibt's ja hier im Spiel noch nicht. Größtenteils. Ja, da kannst du nichts machen. Das ist gelaufen. Gut, du brauchst jetzt auch nicht mit dem F irgendwie anzukommen. Oder während jeder Endphase. Ja, während jeder Endphase darf er dann einen Buchstabe dazulegen. Jetzt bekommt das aber nicht fertig, aber das ist egal, weil er gewonnen hat. Bitte nicht nochmal dieses, ja. Bitte nicht nochmal diese Dialoge. Ja, das ist schon mal eine deutlich bessere Hand, anstatt zwei dunkle Magier zu haben. Und noch einen dritten, den wir halt abgeworfen haben. Es bringt halt echt nichts, den irgendwie so früh auf der Hand zu haben. Zumal, wenn du die Fusion dazu nicht besitzt. Inzwischen ist dunkler Magier, dank auch wieder dem ganz neuen Support von dem Quintett Magier und der Fusionskarte die schwarzen Magier, echt nice zu spielen. Also macht echt Spaß, inzwischen Magier-Deck zu spielen. Also mir macht es extrem viel Spaß. Jetzt haben wir Kuribo und Vervielfachen. Das heißt, wir werfen den einmal ab. Lege aus deiner Hand ab. Ja, die. Sag mal. Dann können wir noch ein Magiermädchen abwerfen. Weil wir beschwören jetzt ein Magiermädchen. Dass das jetzt ein bisschen ruckelt, weil da diese super krass teuren Animationen im Hintergrund sind und ich jetzt gerade halt alles auf einmal laufen habe. Sorry, aber... Och nee. Doch nicht noch Kampfanimationen. Ihr braucht das doch nicht. Wir brauchen doch keine Kampfanimationen. Endphase. Ja, das ist ja fantastisch. Komm, wir setzen da noch eine verdeckt. Dann können wir ihn dann holen. Okay, das betrifft aber auch mich. Oh. Jetzt hat er aber genügend Unterwäldler, glaube ich, auf dem Friedhof, sodass er wieder die Todesfurcht holen kann. Soll er machen. Armer Irrer. Ja, also jetzt gibt's aufs Maul. Hör doch auf!
So. Also jetzt sieht's echt eng für ihn aus. Ein weiser Des. Der killt den dann, gell? Ach, guck mal da. Sehr schön. Jetzt hat sich auch der Stein gelohnt, weil jetzt kann man mal den dunklen Magier beschwören. Wir beschwören einen vom Deck. Dann dünnen wir das noch ein bisschen aus. Und beschwören jetzt noch einen Gazelle. Weil jetzt sollte das Ding halt echt safe sein. Also jetzt ist gewonnen. Ja, er ist unzerstörbar. Komm, dunkler Magier regelt das. Dann kann der auch nochmal. Ah, der hat gar keine Angst.